mal geguckt, ob da draußen war, aber brennt kein Licht auf dem Hof, also wird da kein Tier lang gelaufen sein. Biege nach rechts ab. Meine Frau ist wieder eingeschlafen mit Fernbedienung in der Hand. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Am Kreisverkehr darfst du der Ausfahrt nehmen. Wenn ein LKW so zu lang und breit ist, darfst du das berühren. Berühren, aber nicht komplett drüber fahren. Psst. Ich sehe die Ampel nicht. Da hängt der Spiegel vor und hier mein Vorhang. Toll. Ich sag dir mein Grün. Das ist nett. Ich geradeaus nicht auch noch irgendwo eine. Ja, die sieht grün aus, als wenn die aus wäre. Keine Ahnung. Grün. Okay, dann ist die aus oder das ist keine auf, Ampel. Auf der linken Seite vor dir ist auch nochmal eine. Ach da, da haben wir auch mal einen Spiegel vor. Hallihallo. Hallo Reiko. Reiko, du kommst ein bisschen spät. Ja, ich komme deswegen so spät, weil ich den Film hier geguckt habe. Du hast 5 und bekommen. Jetzt fahre ich mit meinem Schwarm eine Runde. Rechts halten und dann rechts. Ich habe bloß mal kurz gesagt, ich klinge mal kurz aus, sage mal kurz Hallo und dann ist genau. Das wollte ich nicht vergessen. Okay. Hallo dann. Biege nach rechts gut ab. Es da, macht's gut, noch gute Fahrt. Jo, danke, euch auch. Schöne Grüße noch am Bierski. Jo, es da, macht's gut. Jo, ciao, ciao. Da drüben. Ist ja schon halt links abbiegen. Boah. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Doch, doch, ich komme hinterher. Fahrt ruhig, ich bin gleich wieder da. Komm schon angeflogen. Hey, fahrt ruhig, ich bin gleich wieder da. Ja, ich bin schon im Anflug. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Also kannst du dir Gas geben, Chris. Okay. Könnt ihr doch mal entscheiden. Nö. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Hammer geradeaus. Immer geradeaus. Ein Sieg, will Bahn gehen. Was war das jetzt eben für ein Schlenker? Na, ich wollte Bahn mit dem LKW. Wir gehen immer zusammen Bahn, ich und mein LKW.
waschen wir uns gegenseitig den Rücken. Okay. Mit einem Hochdruckreiniger wahrscheinlich. Ja, aber nicht eklig mit einem Hochdruckreiniger. Sonst ist da nicht viel mit Haut. Ja, eben. So, siehst du, einen Film kann ich dir noch vorschlagen. Das ist so ein geiler Film. Nachbar heißt der Neibor. Demnächst links abbiegen. Mit so einer Frau. So eine richtige Psycho-Alte, die ist krass drauf. Gehört habe ich schon mal von dem was. Aha, Amira, bleib wieder hängen. Nein, bin ich nicht. Sondern? Ich habe nur zu doll gebremst. Okay. So sagt man jetzt, ja? Nein, ich bin nicht hängen geblieben. Nur weil ich mal stehen bleibe, muss ich nicht im Recht hingeblieben sein. Nicht zwangsläufig, das stimmt. Wie schnarch hier unten, das hört sich an wie der Knurren von Jurassic Park von den T-Rex, ey. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Soll ich mir noch ein Eis mitnehmen im Bettchen? Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Kann ich eigentlich eh noch nicht wirklich, bestimmt. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Wache ich irgendwann wieder auf, weil es zu warm ist oder irgendwas anderes wieder mich nervt im Schlaf. Ach ja. Ah, jetzt kommt die Müdigkeit. Wenn ich im Bett bin, ist wieder alles aus. Oder gehen wir nochmal abduschen. Oh. Nochmal eine Runde in den Pool. Nee, jetzt nicht. Nachts sitzen da hinten die Kriebelmücken. Dann kann ich auch noch zum Arzt gehen, wenn sie mich stechen, wa? Nee. Ich möchte nicht so einen dicken Fuß haben. Apropos Fuß, wie geht's denn deinem Fuß, Ghost? Oh, geht. Mit der weg? Das Gaspedal abgerutscht, oder wie? Nee. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Irgendwie Wasser im Fuß. Okay. Aber nicht schlimm. Ich weiß nicht, vielleicht hat mich auch doch irgendwas gestochen, aber Wasser ist auch mit drin. Kommt auch von der Wärme vielleicht. Immer geradeaus. Ja, ich habe keine Ahnung. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung.
Vielleicht kommt es auch bloß von der Wärme. Kann auch sein. Immer geradeaus. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Bitte rechts halten. Nimm die Ausfahrt rechts. Biege nach links ab. Hallo, Kampfkondom. Was ist das für ein Name? Cooler. Kampfkondom. Kampfkondom. Fetz doch. Ja. Oh, ist grün. Immer geradeaus. Diese Flieger. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Daneben. Nee, leider nicht. Du weißt schon, wenn du Fliegen und Mücken nicht triffst, die lachen über dich, ne? Ja. Ich lachte nur über sie, wenn ich es erwischt habe. Opa. Gesundheit. Gesundheit. Ja, danke. Gesundheit. Gesundheit. Ja. Gesundheit. Okay, beim dritten Mal sagt man Doofheit. Ja, oder Krankheit. Nee, ja. Das sag ich nicht. Also Doofheit. Gemein bin ich nicht. Das ist ja nicht gemein. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Steam offline, und?
Ich auch gleich. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Oh, geil, die Schilder sind weg. Nimm diese Ausfahrt. Die Schilder sind weg. Ach, Trelleburg. Jetzt weiß ich wieder, was Trelleburg ist. Hier war ich schon oft. Demnächst rechts abbiegen. Trelleburg ist da, wo du von unten. Biege nach rechts ab. Rostock. Es ist vorbei. Boah, wir stellten hier eine Mauer hin, Alter. Ey, ihr faulen Arbeiter, reißt mal die Mauer ein hier. Geht ja gar nicht. Wollte doch eigentlich nur umdrehen hier ein bisschen. Oh, da war knapp mit der Laterne und mein Trailer. Klatsch. Wir stellten hier so ein. Ach nee. Ich sag nicht. Bist du auch in der Lücke rein, Amira? Ich hab schon fertig. Schnelle Abladung. Ach, ich mach jetzt so einfach Start, ist mir egal. Ich hab keine Lust rückwärts zu fahren. So, Trelleborg, der nächste.